idealism prevails. Make the world a better place. Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut uns, dass die österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik weiterhin aktiv auch die Gelegenheiten nutzt, gemeinsam mit dem SPÖ-Parlamentsgrupp und auch mit dem Karl-Renner-Institut auch kulturpolitische Initiativen, Diskussionen, auch Lesungen und andere Arten von Veranstaltungen ins Parlament zu bringen. Heute hier ist es insofern eine Premiere, weil ja mit dem Umzug ins Ausweichquartier, weil ja der österreichische Nationalrat als Haus renoviert wird, was auch eine kulturpolitische notwendige Tat ist, weil sie ein Architekturjuwel darstellt. Und daher sind wir heute hier im Kuppelsaal der Hofburg und es ist, glaube ich, auch ein würdiger Rahmen für ein leider sehr ernstes Thema. Damit komme ich auch, dass die Renovierung des Parlaments zum Glück von Barbara Brammer man kann auch anhand der Personen die Besonderheiten erkennen. Es war nämlich Barbara Brammer, die Renovierung des Parlaments eingeleitet hat. Das ist auch jene großartige Parlamentspräsidentin gewesen, die auch den Parlamentarismus insofern belebt hat, indem sie die Demokratiewerkstatt für Kinder eingeführt hat, also wo man auch sich tiefer mit Demokratie beschäftigt und auch das Parlament als Ort ein Stück weit geöffnet hat. Und in Fortsetzung dieser Tradition auch in den letzten Jahren, und jetzt werden wir sehen, ob die neue Präsidentin Köstinger, die ja an sich mit dem österreichischen Parlament bis dato noch nichts zu tun hatte, aber gleich zur Präsidentin gewählt wurde, auch für eine Erneuerung des Parlaments steht, oder dass diese Duftmarken die Erneuerung des Parlaments sind, eigentlich für den Parlamentarismus ein paar Fragezeichen aufwerfen. Das ist aber auch Ihre Sorge als kulturpolitisch Interessierte, aber nicht die einzige, denn heute Abend geht es ja um die Frage Kulturpolitik unter Schwarz-Blau. Und als wir zu der Veranstaltung eingeladen haben, war ja nicht klar, ob der Termin jetzt endgerade der Koalitionsverhandlungen und dergleichen ist. So wie es ausschaut, sind wir mehr oder weniger an einem der Vorabende zur Gründung der neuen Bundesregierung, die Türkis-Blau sich nennen will, unbedingt, denn das Wichtigste ist, dass Zeit für Neues ist, weil das war ja letztlich die Plattform, auf der Sebastian Kurz zur Nummer 1 gewählt worden ist, wobei gleichzeitig die Hälfte seiner Partei ja auch das Türkise ablehnt und weiterhin das Schwarze haben will. Und jetzt die Frage sich für uns stellt, was ist eigentlich uns lieber? Ich habe manchmal den Eindruck, mir ist das die Richtung, die Schwarzen wieder die Rolle eintreten, vielleicht sogar die vernünftigere ist als dieser oberflächliche Türkis-Trall, denn die Oberflächlichkeit ist schon die erste Gefahr für die Demokratie, denn Demokratie ist keine Angelegenheit für Oberflächlichkeit, sondern eine Frage von Tiefsinnigkeit und auch von Nachdenken. Und damit kommen wir auch zu dem Thema von heute, denn Kultur schaffen, aber auch Kulturpolitik ist ja das Fördern von Nachdenken und Reflexion über unsere Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, dass gerade bezüglich Schwarz-Blau sich die Frage stellt, ob das die richtige Regierungsform ist und ob die überhaupt will, dass irgendwer irgendetwas reflektiert oder ob es dann nicht um den gesamten Machtanspruch in dem Zusammenhang auch geht. Und wir hören ja verschiedene Initiativen, ob man sich jetzt wirklich traut, den historisch besonders interessanten Begriff Heimatschutzministerium auch einzuführen im Zuge eines Ministeriumsgesetzes oder nicht, ist zum Beispiel so eine kulturpolitische Frage, die zum Beispiel einer, der ja möglicherweise ein wichtiges Amt in der Regierung einnehmen wird, nämlich der Herr Blümel. Man hat auch schon manchmal gelesen, man denkt sogar daran, den zum Kulturminister zu machen, aber wurscht jetzt welches Amt denn. Der hat ja zum Beispiel zu der Umbenennung von verschiedenen Straßen, da war mal die Diskussion, ob Heldenplatz der richtige Ausdruck auch ist und alles, das gesagt,
Eine Umbenennung aus meiner Sicht ist eine unnötige Geschichtsanpassung. Es ist schon mal interessant, dass man Geschichtsreflexionen als unnötig betrachtet, die niemandem was Gutes tut, sondern wo man Gefahr läuft, wesentliche Teile auch der Geschichte auszuradieren mit dem Namen, der auch eine große Symbolik hat. So, dass ich dann auch bei der Umbenennung des Loega-Rings konsequent verhalten, wiewohl es ja dringend notwendig war, hier schon auch mal klarzumachen, dass die österreichische und Wiener Universität durchaus es verdient hat, einen eigenen Ring zu haben und die von der Makel auch befreit wird, Loega-Ring zu heißen. So, und jetzt stellt sich die Frage, was auf uns alles zukommt. Es ist eine große, meiner Meinung nach, eine schwierige Situation für unser Land und auch für unsere Stadt, denn es geht im weitesten Sinne um so eine Art Lebensgefühl. Und das Lebensgefühl, Kultur, ist gerade in Wien, aber in ganz Österreich, Teil des Lebensgefühls, das als selbstverständlich geschätzt wird. Da geht es um sehr viel Weltoffenheit, um Freiheit, da geht es manchmal ganz und gar nicht um Weltoffenheit, sondern auch einfach um kulturellen Spaß. Und wir werden sehen, wie weit gerade eine schwarz-blaue Regierung mit all den Maßnahmen, die sie plant, dieses Lebensgefühl unterstützt oder ob die Liste, die bekannt geworden ist, dass man nämlich als erstes einmal findet, eine Arbeitsmarktmaßnahme, die 50-Jährige wieder Jobchancen gibt, ist das Erste, was man abschaffen müsste. Zweitens eine Schule, die befreit, autonom am Schulstandort lernender Kinder befördert, ist eigentlich etwas Schreckliches. Man muss sie jedenfalls zurückzwingen, wieder ins Notenschema und alle diese Dinge. Und ob es zum Beispiel die wichtigste kulturpolitische Tat ist, dass man wieder überall rauchen kann, damit quasi der Herr Strache auch diese Abhängigkeit genauso ausleben kann wie seine Abhängigkeit von Burschenschaftern, die vor allem schlagende Burschenschafter sind, das ist die Fragestellung. So, nichtsdestotrotz wird es die Aufgabe sein, der Sozialdemokratie, der Politik, aber von jedem von uns Einzelnen als Mensch, als Bürger, als Zivilgesellschaft und für viele von Ihnen auch als Kulturinteressierte, als Kulturschaffende, sich genau in dieser Reflexion dem Zustand unserer Gesellschaft und der Weiterentwicklung, die droht, auch einzubringen und hier sich die Fragen auch zu stellen, ob es mehr kulturelle Freiheit heißen wird oder weniger. In Oberösterreich ist es schon vorgelebt worden. Dort ist massiv gekürzt worden und letztlich ist es ein Thema, das uns alle angeht und weit weg ist von der Frage, welche Partei hat welche Rolle. Denn es ist auch keine Schande, in der Opposition zu sein. Es ist allerdings nicht gut, wenn sich die Kulturnation Österreich von internationalen Trends beginnt abzukoppeln, denn eigentlich ist unsere Rolle bei internationalen Trends vorne dabei zu sein. Wir sind nicht überall führend, aber eigentlich überall in der Lage, auch vorne dabei zu sein. In dem Sinn freut es mich, dass so viele gekommen sind und möchte mich in erster Linie bedanken bei Lisa Hackl als Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik, die in bewährter Qualität eben für solche Veranstaltungen steht. Liebe Lisa, herzlich willkommen und danke für diese Initiative. Freut mich auch, dass unter uns ist die ehemalige Präsidentin, aber auch ehemalige Kulturministerin Hilde Havlicek. Liebe Hilde, herzlich willkommen. Wenn man so will, ist die Hilde genauso wie die nächst zwei zu Begrüßenden ein Erinnerungspunkt an Zeiten, wo auch Aufbruch sein kann, nämlich die Sonja Hammerschmidt, die ich insofern schon indirekt zitiert hat, weil als Bildungsministerin höchstwahrscheinlich sie uns in bester Erinnerung bleiben wird, weil es eine lange Phase jetzt geben wird, wo viele Dinge, die sie weitergebracht haben, die letzten gewesen sein werden. Und liebe Sonja, herzlich willkommen. Und last but not least den Thomas Trotzter, der zum Glück heute noch Kulturminister ist und daher auch genau für das steht, was ich zuerst da angeworfen habe und der auch den Satz geprägt hat, Opposition ist keine Schande. Lieber Thomas, herzlich willkommen. So, des Weiteren die Gäste des Abends und vom Podium begrüßt dann die Lisa. Ich darf jetzt weitergeben an die Direktorin des Dr. Karl-Renner-Instituts, die Maria Malcznik, und freue mich auf. Möchte mich aber entschuldigen, ich werde vielleicht im Laufe der Veranstaltung gehen, denn ich, wenn ich es noch kurz sagen darf, in aller Ehrlichkeit, denn heute
Demonstrieren auch Österreichs, passt übrigens zum Thema Österreichs Studierende vor dem Palais Epstein, wo die Regierungsverhandlungen stattfinden, weil es ja seit heute Nachmittag klar herausgedrungen ist, dass wieder Studiengebühren eingeführt wird. Weiterer Schritt zu zusätzlicher Weltoffenheit, wenn man das so zynisch sagen darf. Und ich habe mir gedacht, dass diese enttäuschten Hoffnungen unserer Jungen auch durchaus unsere Solidarität haben sollten, und daher werde ich im Laufe des Abends noch dort vorbeischauen. Jetzt darf ich an die Maria Malcznik übergeben. Hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Für das Renner-Institut ist es ja zufälligerweise die zweite Veranstaltung zur Kulturpolitik in zwei Tagen. Wir hatten gestern eine Veranstaltung in der Wiener Hauptbücherei. Ich habe auch einige Gesichter, die heute hier sind, dort gesehen. Mein Vorgänger, der verstorbene Karl Dufek, der war ein großer Sammler von Tonträgern und Filmen und Büchern. Er hat 31.000 Exemplare hinterlassen, und die sind in die Sammlung quasi oder in den Bestand der Wiener Hauptbücherei übergegangen. Wir haben das dann gestern feierlich eröffnet, und wir hatten unter anderem Paulus Hochgatterer auch am Podium, der kürzlich Veranstaltungen in Oberösterreich auch besucht hat und dort aufgetreten ist, und der hat erzählt von seinen Erlebnissen, die er hatte im Museum Arbeitswelt in Steyr und auch in einem Museum in Ried. Und dort ist ja quasi schwarz-blaue Kulturpolitik angekommen. Die alle freien Kulturinitiativen in Oberösterreich müssen mit Budgetkürzungen von einem Drittel umgehen. Das ist für viele natürlich existenzbedrohend, und gerade für Projekte quasi in ländlicheren Gebieten, die keine großen institutionalisierten Kulturinitiativen und Strukturen sind, sondern quasi freie Initiativen, ist das natürlich katastrophal, und das wird natürlich auch große Auswirkungen haben für die Möglichkeit in dem Fall der oberösterreichischen Bevölkerung an Kultur teilzuhaben und Kultur mitzubekommen. Und Oberösterreich gilt ja quasi gemeinhin als das Versuchslabor für schwarz-blaue Politik. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir noch nach Oberösterreich schauen, dass wir auch in die Zukunft der österreichischen Innenpolitik blicken und der österreichischen Kulturpolitik blicken. Insofern glaube ich, werden wir heute vieles zu diskutieren haben. Für die Sozialdemokratie beginnt jetzt, glaube ich, eine Zeit, wo es für uns wichtig ist, dass wir auch zeigen oder auch mithelfen zu zeigen, dass es auch ein anderes Österreich gibt, dass es quasi ein Österreich gibt, da abseits von einer rückwärtsgewandten Politik. Und das Gleiche gilt eben auch für das Renner-Institut. Wir möchten alle einladen, denen eine fortschrittliche, demokratische und soziale Gesellschaft ein Anliegen ist, egal ob sie jetzt sich der SPÖ verbunden fühlen oder auch nicht, dass die auch die Möglichkeit bekommen, auch in unserem Rahmen ihre Ideen und Anliegen auch für eine bessere Gesellschaft zu artikulieren. Und dazu wollen wir auch gern alle herzlich einladen. Und deshalb wird es zu Veranstaltungen wie heute auch in Zukunft häufig geben. Das kann ich jedenfalls garantieren. Danke Andreas Schieder und dem SPÖ-Parlamentsclub. Es gibt hier im SPÖ-Parlamentsclub immer die Möglichkeit, eine breite öffentliche Debatte zu führen. Danke Lisa Hackl für die Organisation. Wir haben sicher auch fürs Renner-Institut gewinnen können. Das freut mich sehr. Und ja, und ich übergebe an dich und wünsche uns allen einen interessanten Abend. Dankeschön. Dankeschön, Maria Malcznik. Und ich darf die Podiumsgäste zu mir heraufbitten, hier links und rechts bei mir Platz zu nehmen. Wo immer ihr euch wohlfühlt. Maxi. Gläser tauschen, weil ich habe da schon runtergekommen. Achso. Komm, das ist schon. Danke. Achso, ja, genau, weil ich von dem schon runtergekommen. Ja, diskutieren.
Ja, herzlich willkommen an einem neuen Ort. Wir waren ja bis jetzt immer im Palais Eppstein. Heute treffen wir uns im Dachfoyer der Hofburg. Sie haben schon gehört oder ihr habt schon gehört, vor dem Palais Eppstein wird heute noch demonstriert gegen die geplanten Studiengebühren. Im Palais Eppstein gibt es noch Regierungsverhandlungen. Also das scheint spannend zu werden. Und der Andi Schieder wird uns dort dann vertreten. Die Zivilgesellschaft meldet sich quasi schon zu Wort. Wir haben schon einmal Schwarz-Blau erlebt, zwar 2000. Da haben wir schon gesehen, was alles möglich war. Jetzt stehen wir wieder kurz davor, dass höchstwahrscheinlich nächste Woche eine schwarz-blaue Regierung, und ich sage bewusst schwarz-blau, weil das Türkis, das war ein Wahlkampf-Gag, schwarz-blaue Regierung angelobt wird. Bevor wir in die Diskussion eintreten, noch kurz zum Ablauf, damit Sie auch Bescheid wissen, wir werden so circa bis 7:30 miteinander diskutieren. Es gibt natürlich wie immer bei uns die Möglichkeit, dass das Publikum sich dann noch zu Wort meldet, aber ich werde jetzt einmal mit der ersten Runde beginnen, und ich möchte, obwohl natürlich alle bekannt sind, die hier am Podium bei mir sitzen, trotzdem ein paar Worte über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen und sie natürlich herzlich willkommen heißen. Ich beginne mit dem noch Kunst- und Kulturminister, auch Medienminister und Verfassung war natürlich in deinem Ressort, Thomas Trotzter, herzlich willkommen, dass du heute bei uns bist. Kurt, bitte. Kurz zu deiner Geschichte, ich möchte zu jedem ein paar Sätze sagen, damit man auch weiß, welchen Kulturhintergrund es gibt. Du warst ganz am Beginn mit Kunst und Kultur, schon persönlich natürlich, aber in der Politik für den Bundeskanzler Klima, damals Kunst- und Kulturberater. Dann warst du kaufmännischer Direktor im Burgtheater, auch ein spannendes Feld. Dann Geschäftsführer, Generaldirektor der Vereinigten Bühnen, bevor du dann in die Politik wieder zurückgekommen bist als Minister und wirst jetzt dann im Parlament die Kunst- und Kulturagenten der SPÖ vertreten. Herzlich willkommen noch einmal. Auf derselben Seite Thomas Diesenreiter, herzlich willkommen, dass du aus Oberösterreich heute hierher gekommen bist. Denjenigen oder diejenigen unter Ihnen euch, die Thomas Diesenreiter noch nicht so wirklich gekannt haben, weil sie sich mehr in Wien kulturpolitisch aufhalten und bewegen, wird natürlich aufgrund der Diskussionen und Meldungen der letzten Wochen leider zu einem unschönen Thema mittlerweile ein Begriff sein, wer du bist und was du machst. Thomas Diesenreiter ist Kulturmanager, politischer Aktivist, Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich, hat viele verschiedene kulturpolitische Stationen, die äußerst spannend waren. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut, in den letzten Jahren unterschiedliche Stationen gemacht. Du warst auch im Linzer Stadtkulturbeirat, oder bist dort, glaube ich, ausgetreten oder bist du da jetzt wieder ausgetreten? Das wird er dann wahrscheinlich selber noch genauer erklären, warum. In der Tabakfabrik Mitbegründer eigentlich und. Und das Wichtigste, er hat ins Leben gerufen, rettet das Kulturland Oberösterreich. Es ist heute schon ein paar Mal angesprochen worden. Die schwarz-blaue Landesregierung zeigt dort schon, was möglich ist, und ihr habt gezeigt, wie ihr dagegen auftreten könnt. Leider ist am 6. Dezember das beschlossen worden, was alle verhindern wollten, aber auch dazu werden wir später noch kommen. Herzlich willkommen. Links von mir Maxi Blaha, wahrscheinlich auch sehr vielen ein Begriff, vor allem diejenigen, die regelmäßig zu uns kommen, weil wir haben schon ein paar schöne Veranstaltungen mit ihr gehabt. Maxi ist Schauspielerin, Sängerin, hat unterschiedlichste Stationen hinter sich. Sie war Ensemblemitglied im Wiener Burgtheater, feste Engagements und Hauptrollen Landestheater Coburg, Schwaben und Linz, also unterschiedliche Stationen und eben auch immer wieder Soloauftritte, musikalische, aber auch Theatersolos. In diesem Sommer ist sie zu sehen gewesen und sie wird dann auch noch auf Welttournee gehen mit diesem Programm als Modepionierin und Klimtgefährtin Emilie Flöcke zu sehen. Also tolles Programm. Herzlich willkommen, liebe Maxi. Von mir gesehen ganz links außen, herzlich willkommen, Serge Falk.
Sead Falk ist wahrscheinlich auch jedem hier ein Begriff und bekannt. Schauspieler, Drehbuchautor, Autor. Er hatte Engagements am Theater in der Josefstadt, Volkstheater Wien, Volkstheater München, Volksoper Wien. Also bist auch schon viel herumgekommen und natürlich dem sehr breiten Publikum wahrscheinlich durch seine TV-Rollen bekannt als den Serienmedienkopf der 117, Kaiser Mühlenblues, das waren die ersten und jetzt bist du Cop Stories war zum Schluss und auch seit Oktober, unbedingt ja auch Empfehlung, mit seinem ersten Solo-Kabarett-Programm am Beckenrand unterwegs und hatte im Oktober Premiere. Herzlich willkommen. Auf der Einladung ist gestanden Marlene Streerowitz. Sie hat sich leider aus persönlichen Gründen kurzfristig entschuldigen müssen, nur damit Sie das auch wissen, aber wir werden trotzdem eine spannende Diskussion haben. Herzlich willkommen noch einmal dem Podium und ich möchte vielleicht beginnen mit einen Einblick in die derzeitige Atmosphäre im Land. Die möchte ich ein bisschen näher analysieren, anschauen. Gibt es aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate und was jetzt passiert, Schwarz-Blau 2 wird angelobt, ist ein Rechtsruck in Österreich zu sehen? Kann man Wahlen nur mehr gewinnen, indem man auf Flüchtlinge hinhaut sozusagen? Und auch die Frage in den Raum stellen, was bedeutet es für ein Land, wenn solche Parteien, wie jetzt zu erwarten ist, Schwarz-Blau in die Regierung kommt? Wie wird ein Umgang mit Minderheiten ausschauen, mit Schwächeren? Oder kommt es jetzt zu mehr Privat und weniger Staat? Und ich möchte vielleicht gleich mit dem Thomas beginnen. Thomas Diesenreiter, sitzen beide Thomas auf der gleichen Seite. Du hast ja schon ein bisschen den Einblick, leider, durch Schwarz-Blau in Oberösterreich. Wie hat sich das Land verändert? Was, abgesehen von dem, dass jetzt die Budgetkürzungen gekommen sind, aber wie hat sich die Stimmung nicht nur in der Kulturpolitik oder bei den Künstlern und Künstlerinnen, auch in der Zivilgesellschaft, hat sich da was verändert? Es hat sich natürlich sehr viel verändert. Wir sehen die großen Umbrüche nach 2 Jahren Schwarz-Blau eigentlich erst quasi jetzt, wo der Altlandeshauptmann abgetreten ist, vor circa einem halben Jahr. Wir haben jetzt das erste Budget, das der neue Landeshauptmann mit seinem neuen Team verabschiedet hat. Und wir haben ja nicht nur im Kulturbereich massive Änderungen, sondern es gibt ja Kürzungen im Sozialbereich. Das betrifft vor allem zum Beispiel Frauenberatungsstellen, das betrifft Familienberatungsstellen, das betrifft auch den Bildungsbereich. Also da gibt es eine ganze Reihe an Kürzungen, die getroffen werden. Und das Zentrale, denke ich, ist die grundlegende Strategie oder Idee dahinter, die sich hinter diesem Begriff der Schuldenbremse und der Null-Schuldenpolitik versteckt. Und dazu muss man ein bisschen wissen, wie das gekommen ist in den letzten 2 Jahren. Wir haben ja schon im Wahlkampf 2015 in Oberösterreich, hat es Proponenten der ÖVP gegeben, die sehr stark in diese Richtung gedrängt haben, dass man Förderungen kürzen muss, mit den ziemlich selben Argumentationen, die auf Bundesebene von Sebastian Kurz gekommen sind. Und der neue Landeshauptmann hat dann zu Beginn ein paar Wirtschaftsexpertinnen beauftragt, eine sogenannte Staatsbilanz zu erstellen. Er hat dazu beauftragt einen Wirtschaftsprofessor namens Teodoro Cocker, der ist Professor an der JKU, Experte für Private Banking und sitzt selber in einem Vorstand einer Schweizer Privatbank. Und dieser Cocker hat eben eine Analyse gemacht über die Finanzverbindlichkeiten oder die Finanzstruktur des Landes und ist in seinen Schlussfolgerungen dazugekommen, erstens überraschenderweise, dass Oberösterreich nicht 300 Millionen Schulden hat, sondern 3 Milliarden Schulden hat und dass man deswegen ab jetzt sofort 200 Millionen pro Jahr einsparen muss, um wieder schuldenfrei zu werden. Was interessanterweise nicht gemacht worden ist bei diesen 3 Milliarden Schulden, dass man dem gegenüberstellt, was es an Wertigkeiten gibt. Also das ist nicht gegengerechnet worden, dass man vielleicht eine Energie AG besitzt, dass man Gebäude besitzt, dass man Gemälde besitzt, eine Kunstsammlung besitzt etc. Es sind nur die Finanzverbindlichkeiten angeschaut worden. Und das Interessante ist halt, in dieser Staatsbilanz wieder halt Politik betrieben wird und der Kulturbereich kommt in diesen mehreren 100 Seiten zweimal vor und bei dem einen Mal ist die Analyse folgende, aufgrund der Benchmark-Zahlen ist das Kulturbudget als Risiko einzustufen, weil man sich angeschaut hat, dass es in den letzten 5 Jahren oberhalb der Inflation gewachsen ist
Und vollkommen unabhängig davon, welche Gründe dahinter liegen, dass halt das Musiktheater aufgesperrt worden ist, mehr Geld gebraucht hat etc., sondern es ist einfach nur analysiert worden, da steigen die Kosten, da müssen wir sparen. Das war die ganze Argumentation und das ist die Grundlage für diesen Kürzungskurs, den wir jetzt haben. Und ganz ähnlich funktioniert das ja da in anderen Bereichen, im Sozialbereich. Und man merkt, es gibt einfach einen starken Shift von Richtung Wirtschaftsförderung. Also es ist ja nicht nur gekürzt worden, sondern es sind ja auch Förderprogramme erhöht worden, gerade im Wirtschaftsbereich. Es gibt jetzt ein neues Förderprogramm über 21 Millionen für die Förderung von Internetanschlüssen von Firmen. Und da könnte man schon argumentieren, muss die Voestalpine wirklich sie einen Internetanschluss mit was an 10.000 Euro fördern lassen oder können das nicht selber finanzieren auch. Und ich denke, was wir da sehen, ist einfach im Prinzip eine neoliberale Politik, die gemacht wird. Es geht, glaube ich, gar nicht stark darum, dass es daher Stelzer einen anderen Kulturbegriff hat. Ich glaube, ihm ist die zeitgenössische Kultur und Kunst genauso wurscht wie die Volkskultur und die Blasmusik. Es ist ja nicht nur bei uns gekürzt worden, sondern es ist ja in allen Kultursparten gekürzt worden in der Förderung. Also auch die Traditionsvereine sind betroffen, auch die Blasmusik ist betroffen. Und auf der anderen Seite ist eben im Wirtschaftsbereich erhöht worden. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Es geht halt um Wirtschaftspolitik und das ist eine neoliberale. Thomas. Ja, ich meine, mir fällt da so ein Satz vom Ferdinand Lazziner ein, du meine Biografie da erwähnt hast und ich habe auch ein paar Jahre für den Franz Franitzky gearbeitet und der Ferdinand Lazziner war damals unser Finanzminister und der hat den Satz geprägt und das ist ein zutreffender Satz, Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Also am Ende ist es eine Frage der Prioritäten, die man setzt. Das ist sehr schlicht, aber auch sehr wahr. Ich muss sagen, ich kann mit diesem ganzen, auch als Ökonom, mit diesem ganzen Bilanzgetue, Kassensturz, Nebelgranaten relativ wenig anfangen. Weil ich meine, das Bundesbudget kenne ich jetzt ganz gut, weil ich auch für die Sozialdemokratie die Finanzverhandlungen führen durfte und die Budget- und die ganzen Finanzrahmenverhandlungen. Da reden wir über einen Betrag von 72 Milliarden Euro und wir reden bei dem Kulturbudget im engeren Sinn, das ich hier repräsentieren darf oder durfte, über rund 450 Millionen. Also das ist im Grunde genommen die Stelle hinterm Komma, über die wir da reden. Wenn wir allerdings von der internationalen Awareness reden, von der internationalen Relevanz und von der Frage ausgehen, was Österreich ausmacht, insbesondere außerhalb des europäischen Kontinents, dann bleibt am Ende nur Kunst und Kultur über, weil es mag sein, dass der eine oder andere Red Bull kennt, aber er wird es nicht mit Österreich verbinden. Und es hat mit Österreich genauso viel zu tun wie mit Thailand. Aber das sei nur nebenbei erwähnt. Also insofern muss man mal sagen, das Absurde an der ganzen Vorgangsweise ist ja, dass man sich einerseits permanent der Kunst- und Kulturnation rühmt und andererseits nichts dazu tut, sie tatsächlich auch nachhaltig zu finanzieren. Das fügt natürlich diese ganze Frage der Mehrjahresverträge an, der Valorisierungen an und so weiter. Das führt jetzt alles weiter. Nur deine Frage würde ich ja vielleicht einmal versuchen, abseits von den Themen, über die wir eh noch kommen und wo Sie sicher viel mehr wissen als ich, beantworten. Die Frage ist ja letztlich die nach dem Rechtsruck. Und da glaube ich, dass der Rechtsruck nicht irgendwie dieses diskretionäre Ereignis ist, das an einem Wahltag stattfindet, wo die Gesellschaft dann weiter nach rechts rückt, was der Begriff zu implizieren scheint, sondern das ist für mich eine sehr schleichende Erosion von Verhaltensweisen, Diskussionen in Menschenrechtsfragen, in Kulturfragen. Und da beobachte ich schon etwas, weil du eben auch erwähnt hast, dass ich da vor 25 Jahren schon für die Regierung gearbeitet habe, wenngleich in anderer Funktion. Diese Dinge, die jetzt de facto durchgehen und in einem Wahlkampf durchgehen, hätten vor 20 Jahren und haben vor 20 Jahren noch zu Lichtermeeren gefühlt. Also ich glaube sozusagen, die Gesellschaft hat sich eindeutig nach rechts bewegt, aber sie ist nicht irgendwie mit einem Ruck nach rechts gegangen, sondern sie ist kontinuierlich immer weiter schleichend in diesen Menschenrechtsfragen, in den Rechtsstaatsfragen, in den Verfassungsfragen nach rechts gegangen. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, deren Ergebnis sich heute jetzt in einer klaren Mehrheit von, ich glaube, 57% oder 58% rechts der Mitte artikuliert in der Atomisierung der Grünen. Ich meine, Sie kennen das alles, lesen auch Zeitungen, also ich brauche das jetzt nicht weiter auszuführen. Der langen Rede kurzer Sinn ist,
Ich glaube, das ist eine kontinuierliche Entwicklung, der man sich mit aller Deutlichkeit und wahrscheinlich mit größerer Deutlichkeit als bisher entgegenstellen muss. Und ich nehme das jetzt nur an einem Beispiel, weil ich es besonders wichtig finde. Also ich halte zum Beispiel den Sozialstaat für die größte kulturelle Leistung des 20. Jahrhunderts, und zwar die mit Abstand größte. Den Sozialstaat in der Form in Frage zu stellen, dass man sagt, die, die in das Sozialsystem einreisen, die sollen nicht in den Genuss dessen kommen, das sind aber am Ende diejenigen, die es am dringendsten brauchen. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der eine Diskussion durchgeht, dass man sagt, man diskutiert jetzt die Mindestrente derjenigen, die 35 bis 40 Jahre gearbeitet haben, und setzt die in ein Verhältnis zu dem, was Bezieherinnen und Bezieher von der Mindestsicherung bekommen, ist eine obszöne Debatte, insbesondere vor dem Hintergrund, den Sie ja auch beschrieben haben, über welche Dimension von Budgets man redet und dass man für das eine Geld hat, Klammer auf, Ferdinand Latzin, in Zahlen gegossene Politik, Klammer zu, und für das andere nicht haben will. Das ist ja eine ganz klare Strategie, und ich glaube, da muss man irgendwie viel klarer und viel schärfer Position beziehen, was möglicherweise aus einer oppositionellen Grundhaltung heraus durchaus leichter ist. Stimmt wahrscheinlich. Maxi und Serge, oder was geht gerade unter den Künstlerinnen und Künstlern vor? Ist da schon auch eine Aufregung oder wartet man einmal ab? Ich weiß nicht, ob Sie es auch gesehen haben, letzte Woche, glaube ich, war das im Treffpunkt Kultur, hat man ein bisschen eine Umfrage gemacht unter Künstlerinnen und Künstlern. Spannend habe ich gefunden, Erwin Wurm, wenn ich das so kurz zitieren darf, hat ungefähr in die Richtung gesagt, die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Ist das wirklich so oder ist jetzt wieder, werden sich die zivilgesellschaftlichen und kulturellen Initiativen wieder verstärkt auf der Straße finden? Wird es hier jetzt einen Aufschrei geben oder wartet man einmal ab, was sich jetzt wirklich tut? Also prinzipiell finde ich, dass wir als Künstlerinnen sowieso immer in ganz knapp an dieser prekären Situation, Lebenssituation sind und eigentlich sowieso gezwungen sind, die ganze Zeit dafür zu kämpfen, dass das, was wir, so wie in meinem Fall, akademisch gelernt wurde und auch empirisch mit langen, sage ich jetzt einmal, Festengagements bewiesen wurde, immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und wir immer wieder, wenn wir so wie ich jetzt seit 4 Jahren frei arbeiten, unsere Projekte irgendwie von A nach B und C bettelnderweise, vorstellenderweise tragen müssen und froh sein müssen, wenn wir einen geringen Prozentsatz von dem, das wir eigentlich brauchen, um unseren Beruf adäquat ausüben zu können, kriegen. Das ist jetzt schon mal so die Ausgangslage für uns alle, auch für uns, würde ich jetzt mal sagen, privilegierte und sehr gut beschäftigte Künstlerinnen, zu denen ich mich auch zählen darf. Natürlich möchte man das als Künstler nicht, dass man immer betteln muss und immer erklären muss, dass man gut ist und seine Kritiken irgendwie einscannen muss oder solche Sachen irgendwie. Man wird immer wieder so an den Anfang zurückgeworfen. Also ich komme dann immer so in dieses Gefühl der Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule wieder so zurück, wo man irgendwie sagen muss, ja, ich will das und ich glaube, ich kann das. Und man muss sich immer, also nicht nur auf der Bühne beweisen, sondern eben auch wegen des Geldes, sage ich mal, damit ich meine Miete zahlen kann, damit ich die Schule für mein Kind zahlen kann und so weiter und so fort. Diese Ausgangslage macht es sowieso schon mal sehr schwer, finde ich, ja, sich zu formieren, und weil wir lauter Einzelkämpfer irgendwie sind, weil wir auch von dem System, finde ich, dazu gemacht werden, dass wir immer jeder für sich irgendwie schauen, wen kenne ich, da habe ich einen Sponsor, da gehe ich dorthin und so. Das ist einfach so ein Kampf, ein ewiger Kampf, finde ich, auch wenn man sehr, sehr gut in dem Business ist, finde ich. Also gerade wenn man selbstständig ist, so wie ich. Kampf mit der SVA, Kampf mit dem trotzdem wieder fest angestellt sein, Kampf, wenn man verheiratet ist, mit dem Notstand und was weiß ich, keine Ahnung. Es sind ganz viele Kämpfe. Und dann wird natürlich es sehr schwer, dass man sich verbündet und sagt, okay, jetzt wird es noch schlimmer und ich weiß, dass es schlimmer wird. Also ich zum Beispiel, ich bin von Hamburg nach Linz gezogen im Jahr 2001
und habe dann so Plakate gesehen, wo irgendwie eine Frau auf einer Billerkasse, sage ich jetzt mal, saß oder neben einer, vor einer Billerkasse saß und da ist groß gestanden, was brauche ich, ein Opa? Und ich habe das erlebt, wie die FPÖ diesen wunderbaren Plan eines Musiktheaters am Berg einfach ruiniert hat. Und wo man in die Dörfer gegangen ist und gesagt hat, naja, ihr kennt jetzt auch ein Auto für die Feuerwehr haben, ne? Da muss man halt dann wissen, was ist euch wichtiger, unterschreibt es halt. Ne? Und das war dann, glaube ich, 12 Jahre kein Thema mehr, nicht? Und zu diesem Bau ist es auch nie gekommen, ja? Und ich weiß, wie schnell das gehen kann, dass ein Projekt also abgesägt wird, sage ich jetzt einmal. Und ich bin ganz überzeugt, dass es jetzt auch bei uns so sein wird. Und ich fürchte mich davor und ich tue mir sehr schwer mit dieser Solidarität unter den Kollegen und so. Und ich habe dann nicht so viel Hoffnung, dass da jetzt alle auf die Straße gehen werden, weil wir eben schon so zu so Einzelkämpfern irgendwie herangezogen wurden, leider auch in den letzten Jahren. Du siehst das ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Ja, ich sehe das anders. Ich komme aus Belgien und ich arbeite manchmal in Belgien und in Holland. Und wenn ich weiß, wie es den Künstlern dort geht, was die alles machen müssen, leben wir hier in einem sehr reich beschenkten Land. Es ist natürlich, grundsätzlich sind Förderungen wahnsinnig wichtig, weil Kunst muss lebendig sein, Kunst muss frech sein können, Kunst muss nach vorne gerichtet sein, Kunst soll nicht gefällig sein, Kunst soll und darf auch wehtun. Und dafür müssen natürlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das möglich ist. Ich bin grundsätzlich jemand, fast im Sinne von, wie Goldoni gesagt hat, der Künstler oder der Schauspieler muss selber schreiben, selber spielen, selber trommeln. Damals, als wir den Hager Theatersommer gegründet haben, oder ich mit der Mannschaft, und wir hatten nichts, nicht einmal einen Sitzplan, nicht einen einzigen Sessel, war die Gruppe so stark, dass die Politik nicht anders konnte, als uns zu unterstützen. Aber wir haben trotzdem, habe ich 3 Jahre persönlich gehaftet. Falls es schief gegangen wäre, hätte ich mit meinem kleinen Vermögen haften müssen. Deshalb haben wir dafür geschaut, dass wir gutes Theater machen, und wir haben nicht nur Pension Schöller gespielt. Wir haben im 2. Jahr zum Beispiel Figaros tollster Tag von Beaumarchais gespielt, was jetzt nicht wirklich auf der Affiche jetzt wirklich ein Knüller ist. Ich habe noch nie um eine Förderung angesucht. Ein einziges Mal habe ich es gemacht, weil meine Musiker mir gesagt haben, ich soll das machen. Ich habe eine CD rausgebracht für mein Soloprogramm und das kostet einiges. Ja? Und meine Musiker haben gesagt, nein, du sollst unbedingt ansuchen, weil es ist gut und es ist 50% Chance, dass du 50% gefördert bekommst. Ich wurde dann abgelehnt ohne Begründung. Wird nicht begründet. Es ist eine ganz diffuse Stelle, diese Musikform. Man weiß nicht, wer dort ist. Ja, es ist alles irgendwie ganz, ganz komisch. Das heißt, ich bin grundsätzlich jemand, ob ich jetzt die Cop-Stories aus Holland hergeholt habe, dass das hier produziert wurde, oder den Hager Theatersommer, oder mein Soloprogramm, oder auch damals Autsch, bin ich immer selber derjenige gewesen, der versucht hat, einen Zug in Gang zu setzen und dann Leute zu enthusiasmieren, dass sie mitmachen. Und nicht immer zu warten, dass von irgendwo jemand mich fördert. Wenn ich gefördert werde, und natürlich, wenn ich früher an der Josefstadt war, oder profitiere ich ja auch indirekt von Förderung, das ist ja ganz klar. Aber ich bin seit über 20 Jahren frei. Und warum ich manchmal jetzt anders denke, was mich ein bisschen stört in Österreich, und das kann ich als Zurkraster sagen, es ist ein unglaubliches Blasendenken. Ja? Du bist in meiner Blase und du denkst so wie ich und deshalb bist du gut. Und ich möchte bewusst aus Blasen aussteigen und ich habe meine Werte ja nicht verändert.
Mein Vater war der erste grüne Politiker, den es in Europa überhaupt gegeben hat. Mein Großvater war im Widerstand. Also meine Werte sind gleich geblieben. Aber ich mag es nicht, wenn wir uns gegenseitig nur dauernd auf die Schulter klopfen und die anderen verteufeln. Und jetzt, weil man mich auch gefragt hat, Elisabeth, du hast mich angerufen, weil ich im Unterstützungskomitee von Sebastian Kurz war. Und das habe ich nur deshalb gemacht, ich habe lange überlegt, das zu machen, warum ich das mache. Weil ich bis dato, und ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, weil ich bis dato mit ihm über Jahre, weil ich auch Integrationsbotschafter bin und ich ihn seit 7 Jahren kenne, mit ihm einen offenen Diskurs führen kann und ich mit ihm anderer Meinung sein kann und ich für unsere Sache kämpfe. Aber nicht innerhalb der eigenen Blase, sondern ich natürlich kämpfe ich für die Kunst und die Freiheit der Kunst und dass das beibehalten bleibt. Aber ich will nicht immer nur sozusagen im selben Kreis bleiben. Ich möchte schließen mit einem Satz von einem von mir sehr geschätzten großen OF-Mann, der leider nicht mehr tätig ist, der gesagt hat, weil ein Redakteur über ihn gesagt hatte, man könne so herrlich mit ihm streiten. Und das habe ich ihm bei der Berlinale mal gesagt. Ich habe gesagt, der Redakteur hat gesagt, man könne so herrlich mit dir streiten. Und da hat er gesagt, Leute, die meiner Meinung sind, interessieren mich nicht, die kenne ich schon. Und das versuche ich persönlich auch zu leben. Und wenn ich in einem Land lebe, wo ich noch anderer Meinung sein kann, ohne Angst haben zu müssen, dann versuche ich das selber auch bewusst zu machen. Auf die Gefahr hin, dass Leute mich jetzt einteilen und sagen, gehörst du jetzt zu denen oder gehörst du jetzt zu denen? Ich gehöre zu niemandem. Ich gehöre zu niemandem. Aber ich muss schon auch sagen, dass in der Zeit, und ich habe gesagt, ich möchte keine Angst haben, und dass ich in einem Land lebe, wo ich keine Angst haben muss, wenn ich nach Ungarn schaue oder nach Polen, dort entsteht Angst. Ich möchte aber schließen mit Folgendem. In der Vorbereitung für meine Premiere war eine Radiostation hier in Wien, und das ist eine sehr wichtige, die ein Interview abgelehnt hat mit dem Satz, nein, geht leider gar nicht, weil er im Unterstützungskomitee von Sebastian Kurz steckt. Und das ist die andere Seite. Und dann frage ich mich, muss ich jetzt trotzdem Angst haben oder nicht? Okay. Thomas Diesenreiter, dann Thomas Trotzter. Ich möchte bei zwei Aspekte kurz anschließen. Das eine die Angst und das andere die Solidarität. Wir haben im Herbst begonnen, dass wir eine Kampagne planen namens Rettet das Kulturland Oberösterreich und haben dann in circa 6 Wochen 17.000 Unterschriften gesammelt, was für ein Nischenthema wie Kulturpolitik gar nicht so schlecht ist in Oberösterreich. Und das Interessante war eigentlich, dass wir zu Beginn auch selber relativ skeptisch waren, bringt das irgendwas, gibt es da überhaupt Potenzial, interessiert sich da wer dafür, unterstützt es jemand, und auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass extrem viele Menschen schon vorher zu uns gekommen ist, wie es in der Luft gelegen ist, dass da was passieren wird im Herbst, und haben gesagt, hey, macht sie irgendwas, können wir euch irgendwie unterstützen, braucht sie irgendwie Hilfe, macht sie irgendwas, wo man sie anhängen kann und wo es eine Möglichkeit gibt, irgendwie mitzuwirken. Und in dem Moment, wo wir online gegangen sind und das Projekt quasi veröffentlicht haben, sind wir untergegangen in Unterstützungsangeboten. Wir sind gar nicht mehr nachgekommen. Wir haben so viele Solidaritätsstatements bekommen und E-Mails und Angebote. Und wir machen das Holy Party, wir gehen Spenden sammeln für euch. Und das war eigentlich ein sehr, sehr positives Erlebnis, dass man in dem Moment, wo man etwas anbietet, wo Menschen quasi auch tätig sein können, sie das auch nutzen und sie auch gegen solche Entwicklungen stemmen. Das zum Thema Solidarität, zum Thema Angst. Anderer Aspekt, wir haben vor 3 Wochen, glaube ich, circa einen Beitrag gehabt im Kulturmontag, und das Interessante war, dass wir mit der Dame vom ORF recht intensiv Kontakt gehabt haben, und die hat dann am Anfang mit uns telefoniert, wir haben ein paar Tipps gegeben, mit wem könnte sie reden, und vielleicht geht es doch mit dem aus der Volkskultur, mit dem aus den landeseigenen Einrichtungen, und dann nach 3 Tagen hat sie nur mal angerufen und gesagt, das ist ja wie Nordkorea bei euch. Keiner darf mit mir reden, keiner will mit mir reden, die haben alle Angst. Und das ist schon das Klima, das wir jetzt sehen in Oberösterreich, dass die Mitarbeiterinnen in Kulturbetrieben quasi geheim für uns Unterschriften sammeln und Flyer verteilen gehen, aber öffentlich nichts sagen dürfen. Und das ist, denke ich, schon eher ein Klima, das ich gerade im Kulturbereich für sehr, sehr bedenklich finde. Ja. Aber ich bin auch hier, weil ich eben keine Angst haben möchte.
und weil ich, das habe ich auch mit der Elisabeth besprochen, weil ich genauso mit dir den Diskurs führen möchte und wissen, wie können wir für Kultur eintreten, ohne dass wir eingeteilt werden, gehörst du jetzt zu denen oder zu denen. Das ist mir völlig egal. Wenn ich für die Sache kämpfe, muss ich schauen, wie kann ich für das Beste für die Sache herausholen. Und da bin ich natürlich bei dir und unterstütze dich natürlich und versuche natürlich dorthin zu gehen, wo man vielleicht etwas bewirken kann. Das ist mein Ansinnen. Thomas. Ja, also ich glaube, ich meine, ich verstehe die Debatte über Angst nicht, weil es ist Ihnen vollkommen unbenommen, in welchem Personenkomitee Sie sind oder auch nicht sind. Ich hätte diese Debatte auch gar nicht angezogen, weil es für irrelevant heute. Am Ende geht es um Menschen, ihre Ideen und das, woran sie glauben und wofür sie eintreten. Und da muss ich sagen, höre ich heute von Seiten der Freiheitlichen und von Seiten der ÖVP zum Thema Kultur relativ wenig. Das muss ich mal ganz objektiv und ganz nüchtern sagen. Ich bin ehrlich gesagt gewöhnt, immer auch eher analytisch faktenbasiert zu argumentieren und ich muss sagen, das kommt de facto nicht vor. Ich weiß nicht, ob Sie aus den Regierungsverhandlungen jetzt gehört haben, womit Sie die im Moment beschäftigen, aber da höre ich viel vom Rauchen in Lokalen und relativ wenig über das, was das Land tatsächlich ausmacht. Das halte ich für ein Manko und für ein Problem. Unabhängig davon, ob ich sage, es muss sich jeder für Kunst und Kultur interessieren, wäre wünschenswert, muss nicht sein, ist auch legitim. Was allerdings meines Erachtens schwierig ist, diese Angstdiskussion mit so umgekehrten Vorzeichen zu führen, so nach dem Motto, Sie müssten sich hier in der Echokammer oder in dem Umkreis jetzt fürchten, davor abweichende Meinungen zu artikulieren. Diese Angst kann ich Ihnen sicher nehmen, oder die Furcht. Und ehrlich gesagt, was allerdings, wenn man sich die objektiven Fakten versucht anzusehen, und ich meine, da ist das oberösterreichische Beispiel überaus eindrucksvoll, es gibt aber auch das Beispiel Graz, ist natürlich schon klar, dass für Menschen, die ohnehin, weil es ehrlich gesagt, es geht ja am Ende dann, das mit der Oper ist ein interessantes Beispiel, weil die wurde am Ende doch gebaut und insofern kommt es ja gar nicht so sehr und immer auf rechts oder links an, sondern auf Menschen, die an was glauben oder nicht. Und der Altlandeshauptmann hat an das geglaubt und hat es am Ende durchgesetzt und mit aller Bestimmtheit und gegen alle Widerstände. Und es war eine eindrucksvolle kulturpolitische Großtat, das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, am Ende geht es ja nicht um die Frage, was passiert jetzt den repräsentativen Kultureinrichtungen von der Nationalbibliothek bis zur Albertina. Die werden von artikulationsfähigsten Akteurinnen und Akteuren vertreten und wird sich jeder Politiker, glaube ich, gut überlegen, ob er dort hingreift und sich diese Debatte im Feuilleton antut. In der Regel wird man es eher nicht machen. Ja, ich habe es beim Weißbuch gemacht, hat mir nicht immer nur gut getan, aber am Ende habe ich es für richtig gehalten. Ich glaube, es geht eher um die Bereiche, die weniger artikulationsfähig sind und weniger Möglichkeiten haben. Und das sind im Grunde genommen auch die Bereiche, wo es um prekäre Beschäftigungsverhältnisse und all die Probleme geht, die Sie ja auch beschrieben haben und die Sie ungleich besser kennen als ich, auch wenn wir ab und zu darüber geredet haben. Das ist sozusagen meines Erachtens das Thema, wo wir gemeinsam, so wie wir hier am Podium sitzen, die Stimme erheben müssen. Das ist zumindest mein Verständnis von Politik. Wenn man immer in der gestaltenden Rolle ist oder sein kann, dann muss man in der kritisierenden Rolle das ganz klar benennen. Und da bin ich dafür, wirklich, wirklich, wirklich Ross und Reiter zu benennen. Es gibt den schönen Satz von Benefit of a Doubt, ja, jeder verdient die Benefit of a Doubt, ja, Sebastian Kurz genauso wie mein mutmaßlicher Nachfolger Gernot Blümel. Es gibt aber auch den Satz, the proof of the pudding is in the eating, und man wird ja sehen, was im Koalitionsübereinkommen drinnen steht, und anhand dessen werde ich mich zu Wort melden, weil für mich ist es relativ einfach. Wir haben in dem Plan A einige Seiten zur Kunst und Kultur geschrieben, das ist für mich der Maßstab einer sinnvoll oder mir sinnvoll erscheinenden Kulturpolitik. Aber über das können wir gerne reden, ob es sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll ist. Und anhand dessen werde ich meine Beurteilung abgeben. Ich nehme an, dass es am Montag um 11 Uhr soweit sein wird. Und dann muss man sich halt mit diesen sachlichen und fachlichen Entscheidungen beschäftigen, wo ich schon glaube, dass wir noch in einer vergleichsweise
privilegierten Situation haben, weil wir gewisse mediale Öffentlichkeit haben und wo ihr aber, und das ist ja am Ende das, was Sie eingefordert haben, ist ja eigentlich Vertretung der Individuen und ist ja eigentlich eine gewerkschaftliche Idee und das ist ja eine der Grundfragen, wie vertritt man Ein-Personen-Unternehmen, wie es in der Wirtschaft heißt. Also das sind, glaube ich, Fragen, wie man Solidarität organisiert unter den Bedingungen der Digitalisierung. Sehr wichtige und zentrale Fragen, wo ich mir beispielsweise von Koalitionsverhandlern gewünscht hätte, dass man über sowas einmal reflektiert. Also nehme ich nicht wahr. Man diskutiert diese ganzen Retro-Geschichten, wie jetzt führt man wieder die Studiengebühren ein, diese Diskussion kenne ich auch seit 30 Jahren. Ich frage mich, wohin führt das Land oder unsere Gesellschaft? Diese ewig gleichen Dinge, Sozialversicherung zusammenlegen, ich meine, das habe ich vor 25 Jahren selber die Konzepte geschrieben, bringt uns keinen Millimeter weiter. Also ich glaube, die Zukunftsfragen sind andere, ja, ich gestehe jedem seine Meinung zu, nehme aber für mich in Anspruch, auf Basis eines konkreten Vorschlags, den wir dann irgendwann einmal kennen werden, vielleicht steht sogar was zur Kultur drinnen, möchte ich mal a priori nicht ausschließen, wenn es so ist, werden wir es uns genau anschauen, werden das kritisieren, aber ein großer Optimismus ist anhand des Grazer Beispiels und des oberösterreichischen Beispiels nicht zu erwarten und da sage ich auch nochmal, da kommt es nicht so sehr auf die Regierungskonstellation an, sondern auf die Personen offensichtlich, die da etwas vertreten. Das war unter Sepp Büringer, den ich ganz gut gekannt habe, ganz anders als unter seinem Nachfolger, weil den beschäftigt das nicht nachhaltig. Ich habe mir natürlich auch angeschaut, was, also wir haben eh schon gehört, über Kunst und Kultur ist während den Regierungsverhandlungen gar nichts gesprochen worden oder vielleicht so geheim, vielleicht machen sie es heute, Anlass auf unsere, als Reaktion auf unsere Veranstaltung, aber ich habe im Wahlprogramm der ÖVP nur gefunden, sie möchten eine Modernisierung der österreichischen Kulturnation. Was heißt das jetzt? Was erwartet uns da? Vielleicht reden wir da ein bisschen darüber. Sebastian Kurz will ja 12 bis 14 Milliarden einsparen. Davon hat er auch immer gesprochen. Das würde ja auch, wo wird als erstes immer gespart? Direkt bei der Kunst und Kultur. Also würde auch entscheidende Auswirkungen auf die Kunst- und Kulturförderung haben. Im Wahlprogramm sprechen Sie auch von einer Verländerung der Kulturförderung. Das ist auch ein bisschen so ein, wenn wir uns jetzt Oberösterreich anschauen. Thomas, ich glaube, du kannst uns das jetzt erzählen. Du hast es, wie viel eingespart worden ist. Und ich glaube, die ganze Einsparung, die im Kunst- und Kulturbereich gemacht worden ist, ist ja direkt in die Wirtschaftsförderung übergegangen, wenn ich das so richtig dem entnehme. Oder vielleicht erzählst du das? Das gehört ja kein Marschall prinzipiell, also nur weil da was eingespart wird und dort was erhöht wird, da kann man immer alle Zusammenhänge dann konstruieren, wenn man möchte. Das ist vielleicht nicht ganz seriös, aber im Großen und Ganzen muss man sich ja anschauen, dass das ein Trend ist, den wir seit vielen Jahren eigentlich ja sehen, dass die Kulturförderung zurückgeht und wir haben uns die Zahlen seit 2001 angesehen, die offiziellen Budgetzahlen vom Land und sehen, dass im Förderbereich wir jetzt bei einem Minus mit diesem neuen Budget von 66% halten. Das heißt, von 3 Euro vom Anfang des Jahrtausends ist nämlich einer übrig. Und das ist natürlich ein extrem markanter Einschnitt und der Grund dahinter ist halt der, dass die Finanzierungsbedarf der großen Häuser massiv gestiegen ist. Anfang des Jahrtausends haben die landeseigenen Einrichtungen, die öffentlichen Einrichtungen nur ca. 80% vom Budget verbraucht. Jetzt sind wir bei 94% des Budgets. Also die sind weit über der Inflationsrate gewachsen und eingespart worden ist es erst bei den Förderungen. Der große Absturz war dann eigentlich 2009 mit der Wirtschaftskrise, wo es dann die ersten Einsparungseffekte gegeben hat und kombiniert mit dem, dass einfach schon seit im Förderbereich in den Kulturinitiativen seit vielen Jahren die Inflation immer angepasst worden oder quasi die Förderungen an die Inflation angepasst worden sind, ergibt sich einfach ein Minus von 66%. Und das hat ziemlich große Folgen. Wir rechnen damit, dass nächstes Jahr viele unserer Mitglieder aufhören werden. Es
gibt halt einfach irgendwann eine Grenze, wo es nicht mehr möglich ist, ein Kulturhaus zu betreiben. Wir haben Kulturhäuser in Linz, wie zum Beispiel die Capo, die haben nur eine dreiviertel bestellte Personalstelle und machen 70 Konzerte im Jahr. Also die machen de facto fast alles schon ehrenamtlich, weil es halt nicht mehr anders geht. Und man muss ja schon die Frage stellen, ob das die Zukunft ist, dass wir wieder irgendwie in die 80er Jahre sind, dass das Kulturschaffen großteils ehrenamtlich passiert in Österreich oder in Oberösterreich. Und ich denke, da geht es einfach schon auch um die Frage des Anspruches an die eigene Kulturlandschaft, die man hat. Und da hoffe ich dann doch, dass wir vielleicht auch Wege finden, wie man sich gemeinsam wieder orientiert, wie man strategisch vorgeht. Das ist das, was mir ein bisschen fehlt, wie man aus diesem herausgehen. Und das Wichtige ist mir auch zu sagen, dass man diesen Diskurs nicht nur unter diesem Aspekt sieht, das sind diese notleidenden Künstler und das sind alle armutsgefährdet und die warme Zutschkerl, denen müssen wir jetzt was geben, damit es ihnen besser geht, sondern eigentlich hat ja Kulturpolitik unglaubliche Gestaltungskraft in der Gesellschaft. Und den Aspekt muss man auch, denke ich, wieder aus der Sozialdemokratie noch viel stärker sehen, dass die Kulturinitiativen, die Künstlerinnen, Partnerinnen und Partner sind, um einen gesellschaftlichen Diskurs zu gestalten. Ja? Und nicht nur die Almosen empfangen. Und da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen ein Defizit. Wenn man in Oberösterreich anschaut, gibt es zwar innerhalb der Sozialdemokratie auch zwar sehr aktive Proponenten, aber im Großen und Ganzen gibt es wenig Verständnis für das, dass das eigentlich Partnerinnen sein können in einem Diskurs, wo wir eigentlich insgesamt hinwollen. Ich glaube, Churchill hat gesagt, im Krieg hat man ihn gefragt, warum er nicht das Kulturbudget kürzt, weil doch der Krieg so viel Geld kostet. Und der hat dann soll geantwortet haben, ja, wofür kämpfen wir denn dann? Und da bin ich natürlich ganz, dass Kultur für mich natürlich viel, viel mehr bedeutet, als dass es natürlich auch einen wirtschaftlichen Effekt hat. Ja, wir wissen alle, Salzburger Festspiele kosten viel, bringen aber viel mehr. Ja? Oder die ganze Filmförderung, wenn jetzt Niederösterreich 100.000 Euro das Budget aufstockt, muss 200.000 im Land ausgegeben werden vom Gesamtbudget des Films, also die doppelte Menge. Das ist aber das nur darauf hinunter zu beschränken, ob das jetzt wirtschaftlich was bringt oder nicht, ist ja ein völliger Irrsinn und das darf ja nicht sein. Da sind wir ja ganz einer Meinung, weil dann entsteht ja nichts Neues, dann werden wir ja immer nur das Machbare wiederholen. Und Kunst muss auch das Unmachbare ermöglichen, nur in dieser, möchte ich fast sagen, in dieser Unordnung oder in diesem gewollten Chaos kann dann auch etwas Neues entstehen. Da bin ich natürlich, dafür kämpfe ich auch, das ist ganz klar. Aber ich versuche es halt dort zu machen. Ja. Ich schaue mal ins Publikum. Oh ja, da gibt es einige. Ich darf das Mikrofon an die Sarah geben. Und wir werden jetzt einmal drei sammeln, da drüben dann. Sind auch noch welche? Bitte. So, Sie haben erwähnt, das Licht am Meer. Hertha, Mikrofon bitte. Eingeschaltet. So. Sie haben das Licht am Meer erwähnt. Mittlerweile haben sich die Sicherheitsvorkehrungen, wie sie genannt werden, so verschärft, auch unter unserer Mitwirkung natürlich, dass viele Leute sagen, na, ich gehe da nicht hin und dann ende ich auf der Polizei. Und ich meine, die Sicherheitsgesetze werden ja ständig verschärft und ständig wird uns eingeredet. Also die bösen Terroristen stehen dort und warten nur, dass wir kommen. Und also ich meine, wir könnten durchaus im Parlament auch mitwirken, dass nicht alles, was verlangt wird, jetzt können wir es ja machen, ne? Würde ich sagen. Danke. Die Eva da hinten, Sarah, Eva. Eva Spatzhofer, ich bin Obfrau des Drehbuchverbands und stellvertretende Obfrau des Dachverbands der Filmschaffenden. Ich rede als Privatperson, weil wir hier nicht, wir werden dazu noch zu nichts, was jetzt kommt, eine offizielle Meinung haben, aber ich würde gerne ein bisschen dem, was die Maxi und der Serge gesagt haben, widersprechen. Ich glaube nicht, dass es in der nächsten Zeit nur
so sein wird, dass die Künstler Einzelkämpferinnen sein werden. Ich glaube, das ist sehr wohl innerhalb der Verbände, und deswegen habe ich das gesagt, dass es die, um noch zu sagen, dass es diese Verbände gibt und dass die sehr wohl beobachten, sich jetzt zwar noch nicht zu Wort gemeldet haben, aber sehr gut beobachten, dass es noch keine Ankündigungen gibt, aber dass es natürlich Vorstellungen gibt, was passieren wird. Und dass es jetzt nicht darum geht, ob du jetzt da schon jemals Förderung genommen hast oder nicht. Es geht ja nicht um Befindlichkeiten von uns einzeln, sondern ob es diese Förderungen überhaupt gibt. Und sowohl Film als auch Musik kann in diesem Land nicht überleben ohne Förderungen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und jeder, der sich damit beschäftigt hat, wird das wissen. Und ob ich jetzt das einzeln schon mal angesucht habe oder nicht, ist unerheblich, sondern es ist erheblich, ob es sie gibt. Weil wenn es die Förderungen nicht mehr gibt und wenn sie nicht dementsprechend dotiert sind, dann gibt es den Film einfach nicht. Und nachdem wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass zum Beispiel im Kampf für die Speichermedienvergütung die Frau Steinacker, Justizsprecherin und jetzt als gehandelte Ministerin, uns da massiv blockiert hat und nie auf unserer Seite war, würde ich persönlich mir ein bisschen schwer tun, in ein Personenkomitee zu gehen, unabhängig davon, ob man mit denen redet. Aber es ist einfach das Gegenteil von dem, was für uns gut ist. Und ich glaube, dass das jetzt da noch nicht große Solidaritätsankündigungen gibt, hat damit zu tun, das glaube ich nicht nur, sondern das ist Fakt, dass wir intern diskutiert haben. Wir haben einerseits unsere Forderungen über den Kulturrat und über einzelne Verbände haben das nochmal ausgeschickt, die wir haben bekannt gemacht. Auf der anderen Seite haben wir beschlossen, wir schauen jetzt einmal, was kommt, und es kam bis jetzt nichts. Und ich weiß nicht, was dein Plan ist, wenn du jetzt da eben in diesem Komitee bist, wenn du zum Beispiel siehst, wer verhandelt die Kultur. Also da sitzt eine Runde von Ahnungslosen. Da hätte ich mich, wenn ich in dem Personenkomitee gesessen wäre, zu Wort gemeldet und gesagt, warum ist das so? Warum sitzt da nicht irgendjemand, der einen Plan hat? Ja? Also wenn Leute das Gefühl haben, sie haben da eine Nähe zu der Politik von Sebastian Kurz, dann würde ich das vorschlagen, das massiv jetzt zu nützen und sich massiv einzubringen, weil von dort kommt wahrscheinlich relativ wenig und von der FPÖ wahrscheinlich nur Schlechtes, weil wir fangen jetzt nicht bei Null an und sind dann ganz erstaunt, dass doch nicht so viele Neuerungen kommen, sondern wir sehen ja, was über Jahre und Jahrzehnte gefordert worden ist, auf wo sie sich positioniert haben, nicht nur in der Kulturpolitik, sondern auch in der Frauenpolitik. Und also ich finde irgendwie das ein bisschen naiv zu sagen, ich möchte mit denen reden und deswegen bin ich ins Unterstützungskomitee gegangen. Aber weil ich glaube, das muss schon ein bisschen was sein, was du auch dort vertreten siehst. Und das würde mich eigentlich interessieren, nicht nur von dir persönlich, ja, sondern einfach, wieso geht man als Künstler, und das meine ich jetzt wirklich nicht als Angriff, sondern das hat mich wirklich interessiert. Ja. Ich habe das gelesen, dass du da reingegangen bist und auch Arabella Kiesbauer, und da haben wir gedacht, es wundert mich, weil ich sehe es irgendwie nicht, was es an Neuerungen bringt. Und ich glaube auch, dass wir es auch so diskutieren müssen, nicht an Befindlichkeiten von uns einzeln, wem es was bringt, sondern wo die Reise hingeht und was wir, das vielleicht als Anregung noch, was wir tun könnten. Wir lassen den Serge gleich darauf antworten. Ich will nur ganz kurz darauf antworten. Also ich bin nicht bei der ÖVP und ich war auch nie im Team Kurz. Aber, und ich will auch jetzt den Wahlkampf, die Phase des Wahlkampfes nicht wieder hervorholen, weil der Wahlkampf ist vorbei. Natürlich bin ich genauso neugierig und bin genauso mit Entwicklungen, beobachte ich die genauso streng und kritisch und bin mit manchen Sachen überhaupt nicht glücklich. Ich will nur nicht Dampf im eigenen Dampf machen, das interessiert mich nicht. Und ich habe auch nicht diesen Einfluss und ich maße mir den auch nicht an. Aber es ist vielleicht ganz interessant, dass die Arabella Kiesbauer und ich, die seit 7 Jahren Integrationsbotschafter sind, den Sebastian seit 7 Jahren kennen und mit ihm einige Mal in die Schulen gegangen sind und wir sehr oft sehr kritisch mit ihm reden konnten. Und das hat dann auch etwas damit zu tun, dass man sagt, naja, ich kämpfe dafür und ich glaube, ich unterstütze das jetzt, und wenn ich das jetzt nicht täte, käme ich mir feig vor. Aber was die Regierungsverhandlungen bringen,
Es ist ja, ich habe ja keine Garantie für die Zukunft abgegeben. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Ich bin ja nicht da jetzt auf Gedeih und Verderb verpflichtet, sondern ich beobachte das genauso kritisch wie du. Und ich kenne nur diese ganzen anderen Veranstaltungen, die ich nicht mag, wo wir uns gegenseitig dauernd nur auf die Schulter klopfen und gegen einen imaginären Feind kämpfen. Ja, das ist für mich nicht mein Verständnis von Politik. Maxi. Ja, also das sind jetzt ein paar Sachen. Prinzipiell finde ich das ganz schwierig, dass man immer dann so sagt, es gibt eine Solidarität, weil ganz viele Leute eine Online-Petition irgendwie anklicken. Ja? Das ist für mich keine Solidarität. Und es ist für mich ganz schwierig als Mutter, Künstlerin, 20 oder bei mir sind es jetzt 25 Jahre im Theater, im reinen Theaterbereich zu überleben. Und da geht es nicht nur um Kulturpolitik, sondern geht es um Sozialpolitik, da geht es eben um meine Versicherung, ob ich mir eine Operation leisten kann oder nicht, ob ich meinem Kind einen Kindergartenplatz kaufen kann oder nicht, jetzt plump gesprochen, ob ich meine Miete zahlen kann. Und da geht es um ganz viele verschiedene Sachen, die alle zusammenspielen und die gerade, finde ich, auch mit Frauenpolitik sehr viel zu tun haben, die mit Sozialpolitik sehr, sehr viel zu tun haben und mit unseren wirklich prekären Verhältnissen. Das ist jetzt schon so ein, Thomas Bernhard würde sagen, abgeschmacktes Wort, aber es ist ganz einfach so. Und da ist es einfach schwer, Solidarität zu haben, weil ich denke mir, das ist, wenn du einfach Leute klein hältst, indem du ihnen nichts gibst und sie immer zu irgendwie, also zu viel zum Verhungern und oder so irgendwie, weiß ich nicht, wie man das sagt, ja, ja genau, dann werden die auch nicht auf die Straße gehen. Natürlich kann ich da überall anklicken, Name, Magister und ja, ich unterstütze diese Aktion, nein, ich möchte keine weiteren Informationen. Das ist für mich keine Solidarität, es tut mir leid, das ist vielleicht der erste Schritt, sich zu outen und irgendwie was anzustoßen, aber unter Künstlern solidarisch zu sein, ist einfach extrem schwer, weil es auch diese verschiedenen Gehaltssysteme gibt, die eben männlich und weiblich sehr unterschiedlich sind und diesen Gender Gap es gibt. In allen diesen Theatern, in denen ich war, hat mir der Intendant gesagt, ja Frau Blaser, Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass Männer bei mir mehr verdienen als Frauen. Und da machst du irgendwie den Mund nicht mehr zu eine Stunde lang und gehst ins Draxlmeier auf 3 Rotwein, weil du denkst, das gibt es nicht. Jetzt habe ich einen Vertrag unterschrieben und kriege ich weiß nicht, wie viel 1000 Schilling waren das dann noch, weniger als der Kollege, der 4 Jahre unter mir studiert hat. Und das sind lauter solche Sachen und darüber müsste man reden, finde ich. Ja? Und nicht um eine Online-Petition oder das ist unter den Filmschaffenden irgendwie, ja, dass es da Solidarität gibt, das ist ja super, ja, aber ich finde, wir müssten eigentlich mit allen diesen Politikern sprechen und nicht nur mit ihnen. Also ich freue mich auch, dass sie da sind und dass ich sie kennenlerne und so, ja. Aber das ist ein viel weiteres Feld. Eine Querschnittsmaterie in Wahrheit. Ich nehme jetzt noch ein Publikum. Das passt ganz gut drauf. Sabine Mitreiker, mein Name. Bin selber freischaffende Künstlerin und zurzeit Obfrau der IG Freie Theaterarbeit. Komme eben mit meiner Geschäftsführerin, die da vorne sitzt, von einer 2-tägigen Klausur, mehr oder minder anlässlich dieses jetzt schlagend werdenden Rechtsrucks, weil ich auch der Meinung bin, dass das ein langsamer und schleichender Prozess ist und nicht einer, der von heute auf morgen kommt, und will einfach ein paar Sachen zu einzelnen Punkten sagen. Erstens einmal formiert sich gerade zum Beispiel mit der Wiener Perspektive, wo sich 200 mehr oder minder darstellende Künstlerinnen zusammengeschlossen haben und die Stimme geschlossen auf Basis ihrer Gespräche, die sie miteinander führen und erheben, tatsächlich eine Bottom-up-Initiative, die nicht von einer IG organisiert ist oder sonst etwas. Darüber hinaus haben wir Hauptthema der Klausur jetzt behandelt, wie ist mit dieser Situation umzugehen. Und jetzt, ich sag mal, wir stehen vor einer auf demokratischem Weg gefundenen Zwischenphase, einem Resultat. Damit haben wir umzugehen zunächst. Unsere Absicht ist, vom ersten Moment an, wo klar ist, wo die Kultur in dieser neuen Regierung stehen wird, mit allen Befürchtungen auf die Verantwortlichen zuzugehen, konstruktive Vorschläge zu machen und einzufordern. Und darüber hinaus
diese Modelle, die wir gerade dabei sind, weiterzuentwickeln auf Basis von Best-Practice-Modellen in ganz Europa. Ich nenne jetzt stichwortartig ein System der Intermittence in Frankreich, ich nenne ein schwedisches Modell, die zu kommunizieren und Lösungsvorschläge zu bringen und die so lange einzufordern, bis ein generationsübergreifendes Sicherungsmodell für freischaffende Künstlerinnen und Künstler da ist, wo beste Qualität gefördert wird, wo ein Künstler und eine Künstlerin einfach sagen kann, ja, ich kann auch frei arbeiten und ich habe hohes Ansehen, weil ich bin auch sicher, ich bin einem Arbeitnehmer gleichgestellt und da liegen die Ziele. Ja. Also ich glaube, zu sagen, wir sind arm und prekär und Zuwendung hin und her, ich schließe da an am oberösterreichischen Kollegen, all diese, die Kultur in ihrer Vielfalt aus allen Ecken ist gesellschaftsbildend und ist wirklich wichtig auf allen Ebenen. Ich halte auch nichts davon, anzutreten, den Vereinigten Bühnen ein paar Millionchen wegzunehmen. Das ist kein Diskurs, sondern es geht darum, natürlich sind die prekär Arbeitenden in der Szene, da es sich um Ermessensausgaben handelt, natürlich jetzt zuerst gearscht, ich sage es jetzt mal so kräftig. Und natürlich überlegt man sich sicher von Seiten der Politik, greife ich die großen Tanker an oder mache ich mal schleichend, greife ich dorthin, weil da ist das Lobbying nicht so stark, da ist die Stimme einfach nicht so stark. Ich will da jetzt, muss ich kurz unterbrechen, weil wir sind muss auf die Zeit schauen. Ich glaube, Direktoren der Kunstuniversitäten haben ja schon Forderungen, Wünsche an die zukünftige Regierung gerichtet. Thomas Diesenreiter, ihr habt ja auch den Diskurs gesucht oder den Kontakt zum Landeshauptmann in Oberösterreich. Ihr habt Vorschläge gemacht, was ich ja prinzipiell nie schlecht finde, ganz im Gegenteil. Man muss sagen, was möchte man verändern, was sind die Wünsche. Je konkreter die Wünsche sind, umso besser kann die Politik darauf eingehen. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie gut das angekommen ist. Naja, prinzipiell, wir haben uns bemüht, dass wir sehr sachlich und konstruktiv umgehen und das einfach klar benennen, ohne dass es da irgendwie auf eine parteipolitische Ebene zu heben, und haben es geschafft, dass es einen runden Tisch gibt mit Vertretern der Kulturszene, wo eben auch Vertreter der anderen Interessensvertretungen dabei waren und haben dort da die Unterschriften übergeben. Es hat aber de facto ein paar warme Worte gegeben, aber es ist ein paar kleine Konzessionen im Detail, aber im Großen und Ganzen sind die Kürzungen beschlossen worden. Ich muss aber auch sagen, wir haben es nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir das Herz des Landeshauptmannes erwärmen können. Ich möchte mal ganz kurz anhängen mit dir, weil du das angesprochen hast. Ich glaube, dass es da in diesem System der Kultureinrichtungen ganz viele Problemstellungen gibt, die man sich anschauen muss. Und auch gerade das Verhältnis im Theater ist, glaube ich, teilweise sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass wir auch bei der MeToo-Debatte in Österreich noch sehr wenig davon gehört haben, was da tatsächlich passiert. Also da wird sicher noch einiges aufbrechen, was auch zu diesen Machtbeziehungen da zum Sagen ist. Aber gleichzeitig ist es wichtig, glaube ich, dass wir uns nicht in eine Ohnmacht hingeben, weil das ist das Beste, was denen passieren kann, die da jetzt versuchen, im Kulturbereich groß umzurühren. Wir haben Möglichkeiten, dass wir uns wehren. Natürlich, die Petition zu unterschreiben, das kann nicht der letzte Punkt sein. Auf der anderen Seite, es hat Demonstrationen gegeben, die nicht einmal von uns gekommen sind, die halt irgendwie organisiert hat. Wir haben jetzt bei der Kupfzeitung 200 neue Abonnentinnen bekommen. Bei einer Auflage von 4000 Stück ist das irgendwie sehr schön. Bitte abonnieren. Hinten links auf, Probeexemplare. Und ich denke, in jeder Krise wohnt auch ein Zauber inne und wir können da aus dem auch wieder gestärkt herausgehen, wenn wir sie bewusst werden, dass wir tätig werden können, dass wir Möglichkeiten haben und wenn wir halt eben miteinander arbeiten und auch uns trauen, dass wir was machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich nicht in der Ohnmacht ergibt. Okay, dann kurz Gabi, bitte.
Gabriele Gerber-Sitz, IG Kultur Österreich. Zur prekären Situation von Künstlerinnen, das ist natürlich nicht etwas, was jetzt aufgetaucht ist. Ich meine, vor dem Abgrund stehen wir seit Jahrzehnten und morgen werden wir einen Schritt weiter sein. Ja? Aber wir kommen aus dem Kulturbereich und wozu brauche ich Beine, wenn ich Flügeln habe? Und daher würde ich sagen, ich möchte es vom Thomas verstärken. Also die Kulturinitiativen und die Kulturarbeiterinnen hätten sehr lange schon Partner sein können und sie haben immer gekämpft für demokratiepolitische Entwicklungen. Und ich möchte an die Sozialdemokratie, die es noch gibt in Städten, Linz vielleicht oder Wien oder wo auch immer, appellieren dringend. Wir müssen die Räume sichern für die Kulturarbeiterinnen und für die Kunst. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, was sie schon seit 10 Jahren nicht tun, diese Räume zumindest zu sichern, damit wir uns dort aufstellen können, ja, damit wir weitermachen können. Wenn weiter nur Projektarbeiten finanziert werden, dann werden wir auch diese Bastionen nicht halten können. Ja. Und die Sozialpolitik ist angesprochen, da werden wir wahrscheinlich hinter den Kulissen in den IGs weiterarbeiten. Irgendwie müssen wir durch diese Phase, die jetzt kaum durchtauchen, vielleicht dauert sie nur 2 Jahre, vielleicht dauert sie 5 Jahre, ich weiß auch nicht wie. Wir haben ihnen auch noch überlassen, den Kulturbegriff zu definieren. Auch da können wir aus der Opposition, aus anderen Feldern heraus vielleicht noch etwas tun, um den nicht so ganz entgleiten zu lassen. Und da appelliere ich jetzt ganz konkret an das Parlament und an die Sozialdemokratie im Parlament hier, sich gemeinsam mit den NGOs was zu überlegen, wie retten wir zumindest mal den Begriff, um dann auch noch die prekären Verhältnisse zum Übertauchen, glaube ich, jetzt nur mal zu bringen. Und ich glaube, der Gerhard Ruiz war da. Ja, danke schön, Gerhard Ruiz, IG Autorinnen und Autoren. Ich würde sagen, die Situation jetzt ist eine völlig andere als 2000. Alle, die schon damals dabei waren, wissen warum. Die Situation war jahrelang aufgeheizt. Es gab massivste Angriffe auf Kunst- und Kulturschaffende. Es war eine völlig andere Situation. Jetzt habe ich das Gefühl, es soll jeder Diskurs eingeschläfert werden. Das heißt, wir hören auch deshalb nichts von den konflikthältigeren Themenbereichen, abgesehen von den Mickey-Maus-Themen, wie darf man in Lokalen mehr rauchen oder weniger. Wir hören deshalb nichts von den konflikthältigeren Themen, weil wir alle eingeschläfert, eingelullt werden derzeit. Das macht aber gar nichts. Ich kann die Kolleginnen und Kollegen, Vorredner und Vorrednerinnen, darin nur bestärken. Wir sind heute viel, viel besser aufgestellt als 2000. Wir sind sehr, sehr gut organisiert, wir sind sehr selbstbewusst und wir wissen, was der Hauptfeind einer restaurativen Politik ist, einer reaktionären Politik ist, nämlich Öffentlichkeit. Und der öffentliche Diskurs, und da möchte ich den Begriff der Gegenöffentlichkeit wieder einmal ins Spiel bringen, wenn die primäre Öffentlichkeit versagt oder gekauft ist oder was auch immer ist, dann gibt es ja die Möglichkeit, Gegenöffentlichkeiten zu bilden. Da denke ich überhaupt nicht an Petitionen, die sind wirklich, die macht man auch, die haben aber nicht diese Wirkung. Die entscheidende Wirkung ist, gibt es diese Organisationen, gibt es die Zusammenkünfte, gibt es die Vernetzungen, gibt es die Übereinstimmungen und alles das. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung eine wirklich wesentlich größere ist, als um ein paar Kunstförderungseuros zu reden. Die werden vielleicht am wenigsten angekratzt werden, diese Kunstförderungseuros. Am meisten wird die Gesellschaft verändert werden in der Sozialpolitik, in der Justizpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Frauen-, in der Gleichbehandlungs-, Gleichstellungspolitik. Das heißt, in all dem, was das gesellschaftliche Klima ausmacht. Und das erlaubt dann zeitgenössische Kunst oder nicht. Und das heißt, also wir müssen um diese Öffentlichkeit kämpfen. Das heißt, wir müssen um die öffentlichen Räume kämpfen und nicht nur um die Institutionen. Also nicht nur um das Herzeigbare, das wird man uns geben wollen, aber das Konflikthältige wird man uns nehmen wollen. Das heißt, das wird man halt glätten wollen. Und ich sehe die Rolle der Kunst sowieso nur darin, dass sie sich für sich selber stark macht, solidarisch verhält zu den anderen, für eine Gesellschaft der Schwachen, der Unterstützungsbedürftigen. Das heißt, das ist der Job der Kunst. Wenn wir uns nebenbei den Luxus auch noch gönnen, mit Politikern Unterstützungsplattformen zu bilden, naja, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist sozusagen, dass wir für diejenigen eintreten, die es am nötigsten haben. Und da würde ich meinen, was mir gefehlt hat, zum Beispiel im letzten Wahlkampf, das sage ich auch noch kurz, es hat niemanden gegeben, der gesagt hat, ich rede jetzt Hausnummern, ich weiß die Zahlen nicht genau. 80.000 Alleinerzieherinnen brauchen unsere Solidarität. Das hätte ich gerne auf Plakaten gesehen. Oder wieder eine Hausnummer, ich weiß es nicht. 500.000 armutsgefährdete Kinder brauchen unsere Unterstützung. Das meine ich damit. Das ist Gesellschaftspolitik, das ist eine Politik, da würde ich sofort als Künstler sagen, oder als Künstlerin, da müssen wir was tun. Da können wir was tun, das tun wir auch die ganze Zeit. In der Politik habe ich das halt vermisst, viele Jahre lang.
Kurt. Danke. Ja, danke. Kurt Bratz, der Regisseur, und ich kann mich dem nur anschließen. Es ist schon sehr viel gesagt von dem, was ich sagen wollte. Aber eines ist mir ganz klar. Kulturpolitik ist sozusagen die Vorhut der Sozialpolitik. Die Ideen, die von uns kommen, von der Kultur, sind sozusagen, ich sage mal, der Nährboden für etwas, dass etwas Neues entsteht. Und jetzt zur Krise, die du angesprochen hast, also Chance. Ich bin fest überzeugt, dass wir die Chance haben, uns wirklich zu solidarisieren. Aber jetzt nicht nur IG, ganz wichtig, Dachverband. Ich bin selber seit Jahrzehnten im Dachverband, bin in etlichen Gremien und bemühe mich immer mehr. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir jetzt eine Solidarisierung schaffen müssen. Denn eines muss uns klar werden, und da kann ich auch also meine eigene Partei nicht aus der Pflicht nehmen, denn dass es den Künstlern jetzt so schlecht geht, ist ja auch ein bisschen mit Schuld unserer eigenen Partei. Also nur zu sagen, okay, das ist jetzt, es wird jetzt blau-schwarz und so weiter. Es geht darum, dass wir aus dem lernen, was wir alles verabsäumt haben. Und hier muss ich eines sagen, wir müssen Künstlern politische Macht geben. Egal in welcher Form, es müssen Strukturen geschaffen werden, dass die Politiker, dass die Künstler sich auf Augenhöhe artikulieren können mit der Politik, aber vor allem mit den ganz Großen, auf die Künstler überhaupt nicht beeinflussen können, von denen sie abhängig sind. Das ist Google, Facebook, das ist Amazon. Wir müssen schauen, dass wir die Künstler in eine Art Verhandlungsmacht denen gegenüberbringen. Und ich bin fest überzeugt, dass das geht. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es dann geht, wenn alle begreifen, dass es die einzige Chance ist, um uns nicht, ich habe das bei einer Veranstaltung vor einiger Zeit gesagt, zu einem digitalen Lumpenproletariat zu machen. Wir müssen uns wehren. Und ich muss dazu sagen, benutzen wir die Strukturen der Gewerkschaft. Da gibt es auch etliche Betonköpfe, die sitzen drin, auch aus unserer Richtung, muss ich dazu sagen, die nicht begreifen, dass sich die Welt total verändert hat. Benutzen wir diese Strukturen und dann haben wir auch eine Chance, gehört zu werden. Wichtig ist, Lichterketten bin ich immer dabei, aber politische Strukturen nützen, das sollten wir machen. Danke. Sehr richtig, kann ich nur unterstützen, Kurt. Ich will das jetzt ein bisschen auch aufgreifen, was du jetzt gesagt hast. Welche Themen werden in den nächsten Jahren auf uns zukommen, kulturpolitische Themen? Es ist angesprochen worden, aus unterschiedlichen Ecken, Kulturpolitik, Digitalisierung, Urheberrecht. Kulturpolitik ist ja eine Querschnittsmaterie. Es betrifft ja nicht nur den Kunst- und Kulturminister, es betrifft den Justizminister, wenn es ums Urheberrecht geht. Natürlich betrifft es auch den Wirtschaftsminister, wenn es um Filmförderung geht oder auch durchaus um Musikförderung. Vielleicht können wir abschließend da am Podium noch ein bisschen so einen Zukunftsausblick machen. Was sind die Themen, wo wir uns solidarisieren müssen, wo wir die unterschiedlichen Initiativen uns gemeinsam zusammentun müssen und gemeinsam auftreten müssen? Und wo seht ihr vielleicht auch eure persönlichen Themen in der Zukunft? Wer will beginnen? Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, die großen Themen liegen auf der Hand und das sind natürlich diese ganzen Fragen des Sozialstaates, der Organisation des Sozialstaates, der Finanzierung des Sozialstaates. Und das ist im Übrigen etwas, was natürlich bei Künstlerinnen und Künstlern sichtbar wird, aber durch das, was sich da in der Wirtschaft abspielt und unter dem Titel Digitalisierung ja jetzt sozusagen wie eine Welle immer weiter ankommt, das ist ja erst der Anfang sozusagen. Also diese Art und Weise, wie unsere sozialen Sicherungssysteme, auf die wir stolz sind, funktionieren und basieren auf einer Erwerbsbiografie, die es de facto nicht mehr gibt, die es bei vielen Künstlerinnen und Künstlern nie gegeben hat. Deshalb sieht man es dort auch schneller. Aber es gibt sozusagen diese 35 Jahre beim gleichen Unternehmen oder 40 Jahre beim gleichen Unternehmen und dann mit 80% des Letztbezugs oder durchgerechneten Letztbezugs der letzten 10 Jahre, diese Welt gibt es nicht mehr. Die verändert sich gerade radikal und es muss sozusagen auf eine der Radikalität der Veränderung angemessene Antwort nicht nur in der Finanzierung des Sozialstaates geben, also Stichwort Wertschöpfungsabgabe, dass man nicht
immer, auf immer weniger Beschäftigungsverhältnisse immer größere Kosten überwälzt, sondern es muss eine Art und Weise geben, darüber nachzudenken, wie man diese sozialen Sicherungssysteme ausgestaltet, weil wenn ich mir anschaue, was derzeit jetzt an prekären und Teilzeitverhältnissen gibt, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die Pensionszahlungen im Jahr 2030, 35 und 40 ausschauen werden und welche Probleme wir dort haben. Das heißt, wir müssen ja jetzt irgendwie Antworten finden. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Das Zweite ist für mich, sage ich jetzt als immer noch Verfassungsminister, zumindest für zwei Tage, ist der Rechtsstaat. Also wenn Sie zu Recht das Draxlmaier und den Rotwein erwähnen, dann muss ich sagen, das ist eine Möglichkeit und ist auch eine gute, das Draxlmaier kennend. Aber die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist zumindest ebenso gute. Und das sieht man ja auch an der MeToo-Debatte. Je deutlicher man diese Instrumente nützt, desto wirksamer werden sie. Und da gibt es einiges, was möglicherweise jetzt zur Diskussion stehen wird. Und diese Diskussion muss man, glaube ich, recht aktiv führen. Das Thema, wie organisieren wir uns gemeinsam, ist eines, wo ich für jede Diskussion offen bin. Da habe ich kein abgeschlossenes Modell, keine abgeschlossene Meinung. Ich nehme für mich in Anspruch, in meiner sozusagen Tätigkeit mich bemüht haben über runde Tische und Dialogformate und Diskursformate, da das eine oder andere zu bewegen. Manches ist gelungen, manches nicht. Ich bin im Jahr 1965 geboren und wenn ich mich jetzt frage, was die entscheidenden Einflüsse waren auf die Gesellschaft, dann waren das teilweise politische Entscheidungen, fraglos. Jetzt sage ich mal alles, was mit den 70er Jahren und mit Kreisky und Justizpolitik und so weiter einherging. Aber es waren natürlich viel mehr, wenn ich ehrlich bin, und da sozusagen rede ich jetzt nicht gegen meine eigene Profession, sondern versuche irgendwie eine nüchterne Analyse zu machen, zivilgesellschaftliche Aktivitäten, also jetzt sage ich mal, wo stünden wir ohne Frauenbewegung, wo stünden wir ohne Anti-AKW-Bewegung, wo stünden wir ohne, ich meine, wir hätten ein Kraftwerk in Hamburg, aber wo stünden wir ohne das sozusagen, was es da an Impulsen gab und was irgendwie unsere Gesellschaft und unser Denken entscheidend verändert hat. Ich fürchte, jetzt sind wir mit gewissen Backlashes konfrontiert und nicht unser Denken, aber doch das breitere Denken verändert sich in eine andere Richtung. Da muss man klar Position beziehen und wenn ich irgendwie kritisch auf meine eigene Partei blicke, dann muss ich sagen, wir haben natürlich den Fehler gemacht, die eine oder andere Diskussion zu vermeiden und im Versuch, den Ball flach zu spielen, übersehen, wie diese Erosion, die ich versucht habe zu beschreiben und die wir alle wahrnehmen, stattgefunden hat. Ich glaube, da muss man im Grunde genommen umdenken und dass das Ganze nicht irgendwie eine einsame Entscheidung, die in irgendwelchen Parteipräsidien und Vorständen ist, stattfindet, sondern dass man das gemeinsam machen muss, scheint mir auch relativ evident zu sein. Das sind zumindest die Schlussfolgerungen, die ich aus dem relativ intensiven 18 oder jetzt werden es bald 19, wenn die so weitermachen, Monaten meiner Tätigkeit sehe, die ich jetzt auf anderer Ebene fortsetze. Willst du als nächstes? Nein, ich möchte nur, wenn wir gesprochen haben von der Zukunft und von der Vision, ich möchte nochmal zurückgreifen auf meinen Vater, der ein unglaublich kunstsinniger Mann war und Österreich über alles geliebt hat, dass er sogar als Belgier in Österreich begraben werden wollte und am Hernalser Friedhof liegt. Also er hat eine unglaubliche Affinität zu diesem Land und ihm ist etwas aufgefallen, was ich glaube, was sehr richtig ist. Er hat immer gesagt, es ist so interessant, es kommen Leute aus Korea, aus Japan, von überall her, um unsere Kultur, das ist zwar die Kultur, die wir haben, zu studieren, aber wenn er wo wir uns am Bauernhof haben, den ehemaligen Dimbach ist, in Oberösterreich, oberhalb von Grein an der Donau, ja, sind unglaubliche Berührungsängste der eigenen Österreicher, was die eigene Kultur anbelangt. Und jetzt, ich möchte nur etwas sagen, weil wenn wir jetzt an die Zukunft denken und an die Kinder, es gibt Leute, die schreien und kämpfen für die tägliche Turnstunde, ich kämpfe für die tägliche Kulturviertelstunde. Ich war in einem humanistischen Gymnasium in Belgien und im letzten Jahr hatten wir eine Stunde in der Woche griechische Mythologie. Wir haben damals nichts davon verstanden, wir waren zu jung. Aber es wurde trotzdem verfestigt. Es war bei uns da und jetzt interessiere ich mich dafür. Und wenn wir vielleicht eine tägliche Kulturviertelstunde haben in der Schule, dann ist vielleicht etwas nicht möglich, dass eine populistische Partei sagen kann, eine Oper zu was brauche ich das?
Das heißt, diese Sensibilisierung, und da muss man auch die Sozialdemokratie in die Pflicht nehmen, das ist auch viele Jahre nicht passiert. Es hat zwar dieses Volkstheater in den Außenbezirken gegeben, wo man versucht hat, mit der Hilfe von der Arbeiterkammer, ja, wo auch da die Mittel gekürzt worden sind. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich meine Premiere im Theater Akzent gemacht habe, ja, beim Wolfgang Sturm, ja, mit dem ich auch sehr gut reden kann. Aber da ist sehr viel Potenzial, dass man einfach diese Kultur, dass das nicht so eine fremde Welt ist für viele Leute und dass sie schon Angst haben, dorthin zu gehen, weil sie Angst haben, sie könnten es nicht verstehen. Und das ist meiner Meinung nach etwas, wenn wir auch mit den Kindern, an die Kinder denken, dass die nicht plötzlich nur am liebsten in ihren Bierzelten herumhängen. Entschuldige, wenn ich das so plakativ sage. Danke. Maxi? Ja, also ich möchte eigentlich nur anschließen auch an diese Frauendebatte, sage ich jetzt einmal, und diese Gender-Diskussion, auch dieses Hashtag MeToo und so weiter, das gerade eben meinen Bereich der darstellenden Kunst sehr trifft, wie ich auch anhand dieses Gagenunterschiedes jetzt versucht habe zu erklären, aber auch natürlich aufgrund dieses wirklich patriarchal-hierarchischen Systems, dem ich mich auch wirklich zum Beispiel bewusst vor 7 Jahren entzogen habe, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, weil es mir wirklich irgendwie gereicht hat, dass ich mir von irgendwelchen Männern das sagen lassen muss und dass ich immer weniger verdiene. Und also ich möchte gerne noch so einen Anstoß geben, dass man eben diese, also ich bin auch eine Verfechterin der Quote, dass man also die Frauenpolitik in die Kulturpolitik hineinholt. Und das sind ganz eng verknüpfte Dinge, denen man sich bewusst sein muss und wo man keine Angst davor haben darf, dass man dafür kämpft eben und dass man auch sagt, dass man darunter leidet und dass man weniger verdient und dass man sich nicht schämt, zu sagen, ich bin zwar bekannt, aber ich kämpfe immer, ob ich nicht diesen Bausparvertrag, den mir meine Mutter gemacht hat, auflösen soll. Und dass man sich nicht schämt dafür, ja, dass man das 20 Jahre aber diese schlechten Verträge unterschrieben hat und jetzt aber sagt, ich unterschreibe ihn aber nicht mehr. Und sich sozusagen in dieser frauenpolitischen Agenda auch als Künstlerinnen zusammenschließt. Das ist mir ein großes Anliegen. Das würde ich gerne als mein persönliches Schlusswort irgendwie vielleicht nachklingen lassen. Ich möchte anschließen bei einer Meldung aus dem Publikum. Die Rechten kämpfen sehr stark um den Kulturbegriff. Das merkt man dann daran, dass in der Raucherdebatte es heißt, Rauchen ist ein österreichisches Kulturgut, was irgendwie sehr absurd ist. Und was ich interessant finde in dieser Debatte ist ja, ich glaube, dass ein großer Teil der Künstlerinnen und Künstler eigentlich ein progressives und weltoffenes Bild hat, aber diese Künstlerinnen und Künstler leider in der medialen Öffentlichkeit nettes Gehör finden, wie zum Beispiel Felix Baumgartner oder Gabalier. Und da muss man da sagen, das spielt dann auch die Medienpolitik eine Rolle. Und das ist schon, ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, Herr Trotzter, dass Sie ein bisschen mehr umrühren, was die Inseratepolitik in Österreich angeht. Und vielleicht dafür sorgen, dass die rechten Künstlerinnen und Kulturschaffenden ein bisschen weniger große Sprachrohre haben für ihre Retropolitik. Weil dann wäre vielleicht auch das Klima ein bisschen anders gewesen in den letzten 2 Jahren, wo wir halt eine Migrationsbewegung gehabt haben. Das ist das eine. Und das andere, vielleicht Appell an das Publikum, an die Zuseherinnen. Ich glaube, die nächsten Jahre geht es bei den Kulturinitiativen ganz stark um die Frage, ob man überlebt und wie man überlebt. Und man kann sie unterstützen, man kann Mitglied werden, man kann ihnen spenden, man kann mitarbeiten, man kann sie ehrenamtlich unterstützen. Support your local scene und schauen Sie, dass Sie Kulturräume bewahren. Wir brauchen Diskursräume, wo man darüber diskutieren können, wo man sie vernetzen kann, wo man sie treffen kann. Und wir müssen es da durch diese dunkle Zeit durch und dann werden wir schon wieder rauskommen und eine schöne Zukunft vor uns haben. Danke, Thomas. Ich darf mich sehr herzlich bei meinem Podium hier bedanken für die Teilnahme an der sehr spannenden Diskussion, Gespräch, Austausch. Wir haben einiges mitgenommen, glaube ich. Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik, ist eine Querschnittsmaterie, die einfach jeden betrifft. Egal, welcher Kunst- und Kulturminister uns jetzt nächste Woche begrüßen wird. Es wird auch interessant sein, wer der Sozialminister ist, wer der Innenminister ist, wer Heimatschutz, Wirtschaft, Justiz. Es kommt einiges auf uns zu. Wir als SPÖ, als Renner-Institut, als Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik werden auf jeden Fall
euch, Ihnen versuchen, diesen Raum, diesen Diskursraum zu geben. Wir wollen euch unterstützen, wir wollen gemeinsam mit euch Ziele positionieren und kritisch beobachten, was auf uns zukommen wird und laut aufschreien. Wir sind gut vertreten im Parlament, wir sind auch sonst außerhalb des Parlaments sehr gut vertreten. Merken Sie sich bitte den 1. Februar vor, dort wird die nächste Veranstaltung von uns stattfinden. Wir werden sie rechtzeitig aussenden. Für heute sage ich herzliches Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause, schöne Feiertage und bis nächstes Jahr. Idealism prevails. Make the world a better place.